Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, wir sind an einem neuen Spot, wo wir noch nie waren, und zwar am Emser Bikepark. Ja, wir sind hier ziemlich alleine am Parkplatz. Hier steht ein anderes Auto und eben kam einmal der Shuttle hochgefahren, hat die zwei wieder hochgebracht. Und ja, wir sind das erste Mal hier, wollen uns das Ganze mal anschauen, ganz entspannt, weil wir einfach mal Lust hatten, mal wieder auf einen neuen Spot. Vielleicht kennt ihr das ja auch, manchmal hat man einfach mal Lust auf was Neues. Und ja, die Michi ist schon ganz, ganz aufgeregt. Moin! Ja, wir machen uns jetzt schnell fertig, weil ich bin heute ein bisschen langsam. Die Michi ist schon fast fertig, deswegen muss ich mich jetzt sputen, auch schnell fertig machen. Bis gleich auf der GoPro. Ich weiß, ich habe schon mal einen Tipp bekommen wegen dem Display hier, ne? Ich habe jetzt da die Protektorsocke drunter gelegt, aber habt ihr da für alle mit diesem Bosch-Display irgendeinen Geheimtipp, wie man das klüger lösen kann? Weil irgendwie ist so echt nicht so cool. Jetzt habe ich mir einfach den Lenker ins Auge gehauen. Also Leute, anscheinend sind wir schon am Start fast. Also hier ist jetzt Parkplatz 1, da haben wir geparkt. Wir dachten auch zuerst, wir sind komplett lost, irgendwie oben oder unten oder mittendrin. Dann müssen wir hier hin und dann hier irgendwie wieder hoch. Aber das gucken wir gleich erst. Ich schätze mal, mit dem der Akku wird hoffentlich reichen für eine Easy-Fahrt und eine richtige Fahrt. Action! Ist das jetzt direkt schon los? Nein, wir müssen ja erstmal zum Start fahren. Also brauchst du die Goggle dann nicht? Oder? Ich glaube nicht, aber die anderen sind hier hochgefahren. Deswegen denke ich, dass wir auch hier hoch müssen. Wenn man nicht Bescheid weiß, einfach immer mal den anderen Leuten folgen. Ja, jetzt sind wir schon direkt lost. Ich glaube, da vorne ist auf jeden Fall ein Schild mit einem Pfeil. Ja, hier ist ein Schild zum Start. Das ist anscheinend aber alles ganz gut ausgeschildert. Das ist echt einfach von Canyon gesponsert, ne? Oder geht's da zum Start? Hier geht's nicht los. Nein, da geht's zum Start. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, da wäre es auch zur Straße wieder reingekommen. Ich gucke jetzt mal, auf der Website, ob hier irgendwas. So, Anfahrt. Ich würde einfach mal hier runterrollen. Auf der Karte sah es aus, als ob das weiter unten der Start wäre. Nordic Walking Parcours. Ich werde jetzt einfach mal weiter runterfahren. Ja, und dann? Ich habe keine Ahnung. Also für mich sah es halt so aus, als wäre auf dem Schild der Parkplatz oberhalb des Streckenbeginns. Hier so Dingsview. Guck mal, da sieht doch nach Mountainbike aus. Ja. Dann kommen wir dahin, indem wir weiter die Straße hochfahren. Erstmal weiter hochfahren. Das sieht ganz gut aus da, oder? Ja, aber das Schild ist echt missverständlich. Ja, das ist mit Sicherheit der Starthügel. North Shore 1 steht ja auch hier. Streckenabschnitt. Jeder fährt direkt hier auch. Achso, das North Shore Ding. Ja. Genau so was liebe ich, ja. Aber es sieht ja so aus, als könnte man überall vorbeifahren. Okay.
Nach der unendlichen Suche haben wir noch endlich den Start gefunden. Keine Ahnung, ob wir zu blöd waren oder es zu doof ausgeschildert waren, aber wir haben uns erstmal auf den Weg gemacht, um uns die Features anzugucken und die Strecke einmal gemütlich abzurollen. Sehr, sehr steinig. Schön hier. Okay, ein bisschen lost gerade hier. Ich glaube da vorne. Ah ne, du willst das gar nicht fahren, ne? Man kann auf dem North Shore Ding da rausfahren. Der Drop sieht auch ein bisschen komisch aus da vorne. Ja, der Drop ist nicht schlimm. Ist einfach nur das ist einfach nur eine komische Landung. Wenn man niemanden hat, der einem die Sachen vorfährt und einem genau sagt, wie es sich ungefähr anfühlt, ist so ein Trackwalk immer irgendwie Gold wert. Wie macht ihr das Ganze? Steigt ihr direkt aufs Bike und fahrt überall drüber? Oder schaut ihr euch auch manche Sachen einfach mal vorher an? Also mir gibt das Ganze immer so ein viel schöneres Gefühl. Das würde ich aber auch gerne einmal vorher angucken. Ja, man muss halt hinten den Speed vom Drop direkt mitnehmen, ne? Aber man kann es halt hier ganz normal umfahren. Es sieht so wackelig aus. So mit Stein. Ja. Ich meine, man kann ihn ja mit dem Hinterrad da reincasen, ne? Ich fahre das mal an. Was willst du fahren? Das da, Holzteil. Ja, das ist ja für die Anfänger. Hier. Ja, das zweite Gap ist da bei den Hütchen. Ja, oder halt, die fahren halt in der Mitte, ne? Hm. Oder meinen die wirklich das? Nee, ich konnte auch nicht bremsen. Ja. Ich habe mir mehr Gedanken um den Anlieger danach. Da knallt es halt rein. Ja, auch Stepdown. Nach rechts runter. Nicht geradeaus gucken. Ja, das ist die Emser Schleuder. Ja, nee, ich glaube, man braucht keinen Speed. Ja, das geht eigentlich, aber das ist immer so. Drops sind einfach mein Endgegner. Du musst es ja jetzt nicht machen. Ja. Also ich ganz persönlich finde, der Emser Bikepark ist schon so ein bisschen was für die Fortgeschritteneren. Ist nicht ganz so einfach gewesen hier zu fahren, vor allen Dingen, weil auch der Boden einfach so trocken war, dass man echt in den Kurven teilweise sehr, sehr schwer nur irgendwie Grip hatte. Und deswegen hat sich das Ganze als gar nicht mal so einfach hier herausgestellt. Was ist denn da für ein Monsterding? Ja, du bist auf den Chicken Line ist da unten. Ja, dann gucken wir uns das erstmal an. Ja, ist aber nicht schlimm. Hier ist ein Hip Jump, ein großer. Da brauchst du auch den Speed vom Drop für. Ich denke immer, wenn so ein Holzding kommt, ist da ein Gap.
Okay. Nächste Herausforderung. Das musst du aber auch von oben anfahren. Ha? Gucken wir mal, Leute, wie lange der Uphill dauert. Ich bin mega gespannt. Zum Glück unten einen getroffen, der sich schon ein bisschen auskannte. Er meinte, fast alles ist ausgeschildert. Manchmal muss man raten. Ja, man muss auf jeden Fall die Strecken hier ein bisschen kennen, sich ein bisschen was anschauen, besonders in dem letzten Part. Man hat unten Shuttle-Dienst, 5 Euro eine Fahrt, 10er-Karte, 45 Euro. Hat man 5er gespart. Fährt, glaube ich, nur an Wochenenden und Feiertagen. Das heißt, wenn ihr mit Shuttle fahren wollt, müsst ihr das auf jeden Fall beachten. Ja, wir werden mal hochpedalieren. Zu zweit. Das heißt, das ist so Geschwindigkeit 7 bis 8 km/h wie ein Biobike. Das heißt, das ist so ein bisschen repräsentativ dann, wenn ihr auch ohne Motor fahrt. Natürlich mit E-Bike alleine wäre ja mindestens doppelt so schnell oben. Also. Das da vorne ist es. So Leute, wir sind jetzt zurück oben. War gut anstrengend, auch mit E-Bike, weil wir ja zu zweit waren. Circa eine halbe Stunde haben wir gebraucht. Ein Strich Akku haben wir verbraucht. Allerdings auch die ganze Zeit halt im Turbo gefahren. Circa 30 Minuten schätzen wir. Ich denke mal, wir sind ein paar Stücke jetzt auch schneller gefahren als 7, 8 km/h. Entweder man ist ultra fit, dann ist man auch in 30 Minuten circa oben. Ansonsten braucht man eher 45. Ich brauche eine Stunde. Ja, wir machen auf jeden Fall jetzt noch eine Abfahrt. Eine vorletzte. Vielleicht schaffen wir auch zwei vorletzte. Ich weiß es nicht. Einmal müssen wir auf jeden Fall nochmal fahren ganz runter und dann müssen wir auf jeden Fall nochmal ganz hoch schaffen. Ja, ich denke mal ein drittes Mal hoch könnte vielleicht knapp werden, ne? Akku. Ja, müssen wir mal gucken. Ja. Michaela, wie haben es Ihnen gefallen? Bis jetzt war das ja spaßig alles, aber man muss natürlich auch am Anfang sehr vorsichtig fahren, weil dann ist da auf einmal so ein Holzelement und man weiß, dass das vorher nicht kommt. Ja, muss man sich schon vorher alles angucken. Haben wir gemacht. Ja. Und jetzt können wir richtig Gas geben. Ah, sag das nicht. Ich weiß nicht, ob wir dafür richtig Gas geben. Ja, wir werden mal sehen. Yes, go.
Klinik. So schnell, zu schnell. Alter Falter, ey. Ausgang hier. Das hier. Nicht so richtig. Kann man eigentlich ausspringen. Gefällt mir nicht hier. Scheiße gehört vorne. Ja. Das hat sich gerade richtig scheiße vorne angehört bei einer Speiche. Ich hätte ein bisschen aus dem Flow rausgeholt hier. Scheiße! Yes! Ah. Aber Adrenalin zur Wiederwende.
So Leute, oh, ich habe mich hier komplett verheddert. Guckt euch das an. Ey. Oh. Wir sind jetzt zurück unten im Tal. Michaela. Ja. Was? Ja, das war ein super Statement. Ja, Bikepark Bad Ems. Das E-Bike hätte jetzt nicht mehr noch eine Abfahrt geschafft. Deswegen mussten wir zurück nach oben und sind jetzt hier am Parkplatz. Ganz entspannt. Ich finde den Spot eigentlich echt cool, muss ich sagen. Anfängertauglich, naja, geht so. Uphill auf jeden Fall ein kleiner Minuspunkt, weil das dauert echt ewig. Wenn jetzt ihr beide oder du und deine Kollegen alle ein E-Bike habt, ne, dann ist das mega. Dann habt ihr, glaube ich, richtig Spaß hier und schafft auch wirklich richtig viele Abfahrten. Ja, aber alles in allem ein cooler Spot, finde ich. Macht schon Bock. Muss man sich auf jeden Fall alles so ein bisschen angucken. Ist nicht direkt so drauf los und du jumpst da alles. Und auch bei der zweiten Abfahrt konnte ich mir nicht alles perfekt merken. Und es war alles noch nicht so ganz intuitiv. Ja, die Michi ist leider einmal gestürzt. Deswegen ist alles so ein bisschen dreckig hier. Ja, alles gar kein Problem. Nein, warum? Ja, alles easy. Ich habe das unter Kontrolle. Man muss das ja auch hin und wieder machen, einfach um nicht überheblich zu werden. Deswegen sollte man hin und wieder auch mal stürzen und das lernen. Ja, Sturzprophylaxe. Ja. Können wir mal ein Video auch mit Thomas machen. Und bei alle 14 Tage, Hashtag alle 14 Tage. Ja, wir packen jetzt hier zusammen, Leute. Und dann ist auch schon Feierabend. Wir fahren nach Hause und dann gibt es endlich was zu essen. Und ja, die Michi macht natürlich gerade wieder Instagram-Stories. Oh Mann, film das doch nicht immer. Ja, Leute, macht's gut. Lasst gerne ein Abo da, kommentieren, nicht vergessen. Schreibt mal dazu, wart ihr schon mal im Bad Ems im Bikepark und wie hat's euch gefallen? Gibt ja gar nicht mal so viele Videos tatsächlich hier zum Angucken von, aber ja. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao.